in gute Ausgangsposition. Runde 500 Meter bis zur Linie. Ichiro Okina bringt das Feld in den Schlussbogen hinein. Guy Lac de Vondel außen. Dann ist es an der Innenkante. Itu de May bleibt ebenfalls dicht dabei. Und in dritter Spur versucht sich dann auch Hellcat jetzt zu verbessern. Der geht in die vierte Position hinein. Zunächst einmal vorbei an Ilda Piconard. Und so sind die Pferde gleich an der letzten Ecke. Es geht dann in den Einlauf hinein mit Ichiro Okina an der Spitze. 200 Meter noch bis zur Linie. Derweil die vier nach einem Fehler raus aus der Partie. Und somit jetzt ganz klarer Erfolg für Ichiro Okina. Auch die fünf machte einen Fehler. Somit das zweite Geld an die 1 Hellcat. Dritter dahinter dann für Enterprise. Und vierter wurde dann Anares. So, da hätten wir dann auch den vorläufigen Einlauf für das siebte Rennen. Es gewinnt hier die Startnummer 8 Ichiro Okina mit Trainer und Fahrer Bas Krebers. Erneut ein Erfolg für den Stall Payday. Zweiter die 1 Hellcat und dritter die 6 Enterprise. 8-1-6. Vierter die 9 Anares und Platz 5 geht an die 7 Format Damm. Disqualifiziert waren hier die 3, 4 und 5. Ja, auch für Trainer und Fahrer Bas Krebers hat sich die Anreise heute auf jeden Fall gelohnt. Nach Kabum stellt er mit Ichiro Okina dann jetzt bereits den zweiten Sieger des Tages vor. Das war eine Demonstration von Ichiro Okina, einmal in Front gezogen. Da gab es nichts mehr zu rütteln und zu deuteln am Erfolg von Ichiro Okina. Und nach einem späten Fehler von Itu de May blieb Ichiro Okina dann allein auf weiter Flur. Gratulation erneut an den Stall Payday und an Bas Krebers. ...100 Meter bis zur Startmarke. Und das siebte Rennen ist gestartet. Ganz an der Außenseite geht hier Ichiro Okina das Rennen sehr schnell an. Dahinter Itu de May in der zweiten Position. Dahinter parkt dann Enterprise ein. Guy Lac de Vondel, die 5 mit Tom Keumann dahinter momentan in der vierten Position. Und so sind die Pferde hier im ersten Bogen. Da konnte sich vorne Ichiro Okina und Bas Krebers durchsetzen, haben hier das Kommando übernommen. Anderthalb Länge dahinter, dann Itu de May in der zweiten Position. Gleicher Abstand in etwa zu Enterprise, der ist Dritter an der Außenseite. Guy Lac de Vondel, die ersten vier. Und im Mittelfeld an der Innenkante dann auch Anares zu sehen. Die Fahrt von Rob de Flieger. Warten wir auf die erste Durchgangszeit für Ichiro Okina an der Spitze 1:17:1. Und Ichiro Okina bringt das Feld dann in den zweiten Bogen hinein. Dahinter hat dann Itu de May eine gute Ausgangsposition. Der ist Zweiter. Guy Lac de Vondel versucht es an der Außenseite. Enterprise innen. Fünfte Position außen dann für Hilda Piconard, die sich jetzt ein wenig verbessern konnte. Dahinter sieht man dann auch Fabulous Paola in gute Ausgangsposition. Pferde wieder vor Publikum. Es geht an der Schautafel vorbei mit der unveränderten Führung bei Ichiro Okina. Itu de May bleibt an der Innenkante dabei. Guy Lac de Vondel versucht es an der Außenseite. Dann ist es Enterprise begleitet von Hilda Piconard. Eine Runde hat das Feld noch zurückzulegen. Das Tempo deutlich, deutlich ruhiger an der Spitze, dass sie angeschlagen wird von Ichiro Okina. Die zweite Zwischenzeit lautete hier 1:21:9. Es geht hinauf zur letzten Überseite. Ichiro Okina macht die Fahrt. Guy Lac de Vondel geht jetzt außen dichter an den Piloten heran. Der bleibt in der zweiten Position. Dann ist Itu de May an der Innenkante unverändert in guter Ausgangsposition. Runde 500 Meter bis zur Linie. Ichiro Okina bringt das Feld in den Schlussbogen hinein. Guy Lac de Vondel außen. Dann ist es an der Innenkante. Itu de May bleibt ebenfalls dicht dabei. Und in dritter Spur versucht sich dann auch Hellcat jetzt zu verbessern. Der geht in die vierte Position hinein. Zunächst einmal vorbei an Ilda Piconard.
Und so sind die Pferde gleich an der letzten Ecke. Es geht dann in den Einlauf hinein mit Ichiro Okina an der Spitze. 200 Meter noch bis zur Linie. Derweil die 4 nach einem Fehler raus aus der Partie. Und somit jetzt ganz klarer Erfolg für Ichiro Okina. Auch die 5 machte einen Fehler. Somit das zweite Geld an die 1 Hellcat. Dritter dahinter dann für Enterprise. Und vierter wurde dann Anares.